So. Jetzt sind wir wieder normal. Okay, der sucht uns vermutlich. Vielleicht, ich weiß es nicht. Kann man sich da unten drin verstecken? Lieber nicht, sonst kommen wir da nicht mehr raus. Na, es ist ja nur noch 2 Minuten und ja, knapp 30 Sekunden. Dann haben wir es doch. Wir sollten dem jetzt vielleicht nicht in die Arme rennen, ne? Wäre ein bisschen doof. Dem hinterher zu laufen. Oh nein! Da kommt jemand. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein! Okay, zack. Sehen die uns jetzt? Oh. Oh nein. Ich bin dem Tode nah. Ja, ne? Mach doch mal was. Nahrung, Nahrung. Nahrung essen. Hammer aufheben. Ach nein. Ach, wie ärgerlich. Das habe ich vorhin gesagt. Ich möchte gerne ein Höfling werden. Jetzt sind wir eine. Schade, ja, die 2 Minuten hätte ich jetzt gerne noch überlebt. Na gut, jetzt sind wir auf jeden Fall ein Geist, wie ihr seht. Ein verrückter Höfling. Und, ups, hier geblieben. Das habe ich jetzt verschnallt. Hey, 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 Kleiner. Wo ist er denn? Der hat sich jetzt getarnt. Also hier irgendwo kann man da irgendwas. Ah, seht mal, das hat er vorhin gemacht, diesen AE. Diesen AE-Effekt. Und deswegen wurden wir dann enttarnt. Und jetzt haben wir hier halt verschiedenste Möglichkeiten, ne? Schlag dreimal auf euren Feind ein. Springt auf den Feind zu. Verursacht Furcht und halt eben diesen AE gerade eben. Ja, und jetzt können wir diese Portale nutzen, die ich hier gerade schon angesprochen habe. Und Osten, Norden, Süden. Im Osten. Und dann wird man halt auf die andere Seite teleportiert. Ach, guck mal, war doch gar nicht so doof. Wir sind da ein paar, mit denen wir rumlaufen können. Und was das hier genau ist, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ach so, den verrückten König. Alles klar. Ja, hier kann man also dem König dann sagen, irgendwie, was man möchte. Der ja dann dort steht, wo wir ja wiederbelebt werden. Den habt ihr ja vielleicht gerade gesehen, den hätte ich euch auch mal zeigen können. Also so von Namen und in Groß. Aber gut. Passiert. Da haben wir jemanden. Ah, der verkrümelt sich. Ja, und wird jetzt verfolgt von uns 4 Höflingen. Ja, der ist fix unterwegs. So. Lacht. Okay. Ja, wir sind auf 1, 2, 3, 4, 5, Platz 6. Ich denke, das ist ganz ordentlich. Wir haben 203 Punkte eingeheimst. 24 Minuten haben wir überlebt. Wir haben 24 Minuten überlebt. Wow. Nehme ich schon so lange wieder auf. Ja, mindestens. Ja, und noch viele andere Dinge gehabt. Und ja, jetzt beginnt das Spiel gleich wieder von vorne. Und ja, ich denke mal, ihr habt das Prinzip verstanden. Ich habe keine Ahnung, wie man hier wieder rauskommt. Ups. Ja. Achso, hier vielleicht drauf drücken, klicken, um die Instanz zu verlassen. Jawohl. Ja, das war also ein Event, das ich euch zeigen wollte zum Thema Halloween, Halloween-Spezial oder keine Ahnung, wie man das nennen mag. Und ja, ich finde es ganz witzig umgesetzt. Muss ich jetzt nicht stundenlang machen, aber ist auf jeden Fall mal eine nette Idee, eine ganz, ganz nette Abwechslung. Und ja, ich freue mich da noch auf anderes, was so kommen mag. Und ja, sowas gibt es noch einmal, wenn ich denn den anderen NPC dafür finde. Also wenn ihr jemanden seht, der hier 2 gekreuzte Fahnen über dem Kopf hat, dann ist das eben ein so ein Event-Typ. Und hier gibt es noch einen, der dann noch ein zweites Event hat. Aber ich weiß gerade leider nicht, wo der steht. Deshalb laufe ich einfach noch mal so ein bisschen durch die Gegend. Starten wir an, da können wir mal den Aussichtspunkt holen. Dann gibt ja auch wieder ein bisschen Erfahrungspunkte und die können uns ja tatsächlich nicht schaden. Oh,
Was ist denn das hier? Ach, da geht's dann raus, ne? Irgendwo hin. Was ist denn da oben? Das müsste Königstein sein, heißt es so? Das Gebiet von den Menschen? Vielleicht. Vielleicht erzähle ich auch wieder absoluten Blödsinn. Und, wo war denn bloß der andere NPC? Hier haben wir einen Karma-Händler. Haben wir so einen eigentlich schon mal besucht? Ja, hier, Basilikumblatt. Hm? Der Kalecker. Ingwerwurzeln. Ingwer, sehr gesund. Hm. Sehr, sehr, sehr gesund. Das ist der Rasmus da hinten, richtig? Richtig. Hm. Ich würde euch auch gerne mal den Nerd zeigen. Ach, wir sind jetzt auch gar nicht mehr im Überlauf. Sehe ich das richtig? Dann gehe ich mal gerade nochmal da in die Mitte. In der Hoffnung, dass jetzt da diese Sachen sind, die ich euch eigentlich vorhin schon zeigen wollte. Der Kessel und so weiter. Süßkram! Süßkram! Hm. Ja! So. Gerade warten, bis hier alles geladen ist. Aber diese Dinger hier. Nein. Sehe ich trotzdem nicht. Ach, schade. Ich hätte gerne mal mit euch zusammen aus diesem Kessel getrunken. Um was ist denn hier los? Stand da gerade. Tja. Achso, hier im Übrigen in der Mitte, wenn man hier in die Mitte geht. Zack. Aufstieg in den Wahnsinn. Herrje, der verrückte König versucht, aus seinem verrückten Reich zu entkommen. Wenn er nicht aufgehalten wird, könnte er für immer nach Tyria zurückkehren. Ja, empfohlene Spieleranzahl 5. Wir sind nicht 5, auch nicht mit meinen schizophrenen imaginären, wollte ich sagen, nicht schizophren. Mit meinen imaginären Freunden, die hier rumstehen. Also hier, ich habe fast die Vermutung, hier, wo ich immer gegenlaufe und nicht weiterkomme, da steht dieser Kessel. Oder dieser Tisch, was ich euch zeigen wollte. Aber der wird aus irgendwelchen Gründen nicht geladen. Ich kann ihn auch nicht benutzen. Wie soll ich denn hier sprechen? Fühfiff oder Vauriff? Fühfiff oder Vauriff? Quaggan ist eine frickliche Piratin. Oh, süß. Gebt Quaggan Fühfigkeiten. Och, wie süß. Oh nein. Och, ich habe keine Süßigkeiten. Och, wie schlimm. Och, wie fies. Ich hätte sogar Süßigkeiten für dich. Süßigkeiten. Hier haben wir noch ein bisschen Süßigkeiten drin. Nö. Oh, Süßigkeiten. Och, wie süß ist denn das? Och, ist das niedlich. Das ärgert mich jetzt aber, dass wir keine Süßigkeiten haben. Süßigkeiten. Vielleicht sollte ich mir auch irgendwas in den Mund stecken. Das hört sich jetzt komisch an. Nach, egal. Was wollte ich jetzt eigentlich? Achso, ich wollte euch den Kessel zeigen. Der Kessel ist aber nicht da. Ach, ist der Kleine süß gewesen, nicht? Und dann gucke ich jetzt gerade nochmal da hinten auf mich hin. Tut mir leid. Da drehen mir schon die Augen so. Ach, Mensch. Wo ist denn bloß der andere NPC? Der ist wahrscheinlich wieder direkt irgendwie vor der Nase und ich sehe ihn nicht. Wie so häufig? Den muss es doch hier irgendwo geben. Da! Ta-ta-ta-ta! Da haben wir Helsa. Alles Gute zu Halloween! Kommt und erkundet den Ort, an dem seine königliche Verrücktheit die Truppen trainieren lässt. Tretet einem Team bei und wetteifert mit anderen bei der Aufstellung. Eure eigenen Armee. Alles ein Riesenspaß. Habt ihr Lust teilzunehmen? Jupp. Ja, und jetzt sind wir... Oh, Grollen des Sensenmannes. Das klingt ja wirklich sehr einladend. Und das habe ich einmal kurz gespielt. Da war die Karte aber auch schon so gut wie vorbei. Wir sind Team Rot. Auch wieder ähnlich dem strukturierten PvP.
Es gibt auch wieder Ruhm und ich bekomme keine Nachricht, was wir hier tun müssen. Ah, wenn ich N drücke. Sucht im Feld nach Kürbissen und bringt sie zum Mausoleum eures Teams, um Skelette erscheinen zu lassen. Helft euren Skeletten, das Mausoleum des anderen Teams zu zerstören. Ja, das wollen wir jetzt mal machen und das war auch letztes Mal ein kleines Problem gewesen, denn hier laufen so viele Leute rum, dass man gar nicht großartig dazu kommt, überhaupt die Kürbisse einzusammeln. Weil es eigentlich immer nur ständig ein Gemetzel ist. So, wir können mal hier... Ach Gott, hier, die greifen uns ja an. Natürlich tun sie das. Warum sollten sie das auch nicht tun? Oh, die machen auch viele Schaden. Hier essen wir mal ein Candykorn. Tja, und schon sind wir tot. Ist ja nicht so, dass wir das nicht kennen würden. Da fällt mir übrigens gerade was ein. Vielleicht sollte ich mir eine Notiz machen, bevor ich das vergesse. Während wir jetzt hier noch 10 Sekunden rumlegen. So, ich wollte euch nämlich noch das Auktionshaus zeigen. Das schreibe ich mir mal gerade auf einen Zettel. So, und lege es mir hier auf den Laptop. Und wir lassen uns mal wiederbeleben. Neben einer gar köstlichen Spinne. So, hops, hops. Es steht 1:0 für Team Blau. Wir halten uns mal hier an den Dicken. Ah, super, da hat jemand aus unserem Team einen Kürbis. Und bringt den anscheinend gerade in unser Mausoleum. Da vorne ist ein Kürbis, oder wie sehe ich das? Ja, den schnappt sich hier wahrscheinlich der Warrior Alberto. Ja, mach das mal, mein Guter. Vielleicht sehen wir auch noch welche. Oh, Feinde, Feinde. Alleine traue ich mich da nicht. Und da kommen unsere Skelette. Seht ihr da, die Grünen? Und die kämpfen jetzt gegen die bösen Skelette. Und dann können wir mal gerade ein bisschen helfen. Pflügen wir uns mal hier durchs Gemüse. Da kriegt man gleich Hunger auf Mais, wenn man hier sowas sieht. Ja, andere kriegen vermutlich Hunger auf Kürbis, aber ich habe noch nie Kürbis gegessen. Jetzt ist vielleicht die richtige Jahreszeit. Mein Adrenalin steigt an. Was haben wir denn hier für einen Skill? Ah, oh, ach, ein Schuss war das. Oh, schnell ein Candy Corn essen. So, das hier ist unser Mausoleum, oder wie sehe ich das? Ja, dem geht's ja noch ganz gut. Da war doch gerade ein Feind, oder? Bist du denn? Gucci, Gucci. Jetzt kommt man da nicht vorbei. Wir können unserem Kollegen hier nicht helfen. So, jetzt aber zack, zack, zack. Mit allen Mitteln, die wir haben. Mir geht's schlecht. So, dann haben wir ihn umgehauen, aber da kommt schon der nächste. Ah, Mist, verdammt da. Achso, ich habe mal eine Frage an euch. Habt ihr eine Ahnung, ob man hier diese Sachen irgendwie wegschieben kann? Irgendwo anders hinschieben? Das nervt nämlich, weil das hier nämlich, seht ihr ja, jetzt wollte ich gerade mit dem Finger drauf zeigen, manchmal ist man auch ein bisschen neben sich hier, ne? Das überlagert irgendwie alles und man hat gar keine richtige Übersicht mehr. Und ich habe schon mal versucht, hier irgendwie alles Mögliche zu verschieben, aber... Keine Ahnung, wie das geht. Jetzt sollte ich die Karte wieder woanders hinziehen. Hm. Ah, guckt. Dann hat man auch eine bessere Übersicht. Na gut. Ja. Waren wir nicht erfolgreich? Hm? Na, immerhin 130 Punkte ergattert. Und ich würde sagen, weil das hier zu schnell vorbeiging, machen wir davon nochmal eine Runde. Lassen die Map hier unten in der Ecke und dann haben wir auch hier anscheinend eine bessere Übersicht. So. Ja. Machen wir nochmal eine Runde mit und anschließend kümmern wir uns um das Auktionshaus.